Können wir da drüben noch irgendwas machen? Oder da oben? Oder kommen wir nicht rein? Ein Schloss mit Schwertmotiv. Nö. Das funktioniert so nicht. Sie haben auch sonst nichts. Gehen wir wieder zurück. Truhe, da waren wir schon. Da können wir auch nichts machen. Okay, dann gehen wir hier wieder mal zurück. So, was war denn hier? Okay, da brauchen wir eine Aussparung. Mit dem Bild, als Luise und Crazy kennenlernten, war das Liebe auf den ersten Blick. Sie ist weg. Es tut mir leid, dass ich gehen musste. Ich besuche eine Frau, die sagt, sie könne Brandon helfen. Was ist denn das? Feuerstein. Ah ja. Damit können wir Feuer machen, ja. Aber nicht... Ein Diamant, okay, dann haben wir auch nicht. Oh, ich hoffe, es glüht heiß. Vielleicht könnte ich es mit einem Lappen anfassen. Den haben wir nicht. Da oben war doch auch irgendwas, oder? Nö. Hier? Ich muss auf den Zug warten. Ja, wir brauchen eine Lokomotive. Aber da ist nirgendwo eine. Brauchen wir so ein Pferd? Ein Motiv nach der Schließung für diese Tür zum Stall. Oder Hinterhof. Da unten ist auch nichts mehr. Den Besen, da können wir auch nichts machen damit. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Feuerstein. Ich brauche irgendwas. Ah, wir haben ja keine Häkelnadel oder so. Hierfür brauchen wir irgendein Werkzeug. Feuerstein. Schlüssel. Ah, doch nicht. Schade, schade, schade. Ich dachte schon. Naja. Kerzlein, Kerzlein, dein Licht erwärmt mein Herzlein. Du bist der Klumpenbox. Oho. Aha, okay, die können wir also mitnehmen. Ist ja toll. Wir haben keine Häkelnadel. Da können wir auch nichts machen, weil da kommen wir nicht hin. Auch schon geguckt, da kommen wir auch nicht weiter. Ja, und da kommen wir nicht hin. Weil wir keine Lokomotive haben. Da oben kommen wir nur hier hin. Leider fehlt eine... Nee, wenn da was fehlt, dann können wir das ja nicht machen. Hier waren wir im Schlafzimmer. Da bringt uns so eine Kerze oder so auch nicht viel weiter. Und Farbe? Habe ich auch keinen Plan, was wir damit jetzt machen können. Gehen wir mal zurück. Gehen wir... Das sein können, dass man hier das Wachs irgendwie... Doch nicht. Schade, schade. Hätte ja sein können. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus. Aha, wir brauchen ja hier den Schlüssel. Stimmt. Das ist Kitty, die Lieblingskatze meiner Schwester. Doch ich glaube, sie weiß nicht, wer ich bin. Okay, wir haben hier eine Axt. Wir haben hier, der Kanister wäre hilfreich. Doch er hat ein Leck. Hier kann ich etwas Sand mitnehmen. Ja, wofür denn? Nimm doch mit.
So, hier brauchen wir so eine Taube, die haben wir aber nicht. Am Rasen. Ich kann das nicht mit bloßen Händen abschrauben. Damit. 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 Nö. Da oben hatten wir auch nichts. Dann gehen wir wieder rein. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Und dann zerschmettern wir mal hier. Tja, jetzt ist der kleine Junge weg. Ich muss zum Wald gelangen und Brandon finden. Ah, jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Schal. Was für ein Handabdruck ist denn das? Bla bla bla. Okay. Ja, passt schon. Und ich glaube, die Puppe ist wirklich lebendig. Und ich habe das Gefühl, dass sie mir etwas sagen möchte. Würde etwas Simples wie ein gemalter Mund sie zum Sprechen bringen? Könnte ja sein. Okay, nee, das war's nicht. Unter dem Teppich. Dieses Versteck öffnet sich einfach nicht. Ich glaube, einige Rätselwürfel fehlen. Aha, sehr schön. Brandon's Teil scheint verschlossen. Ich brauche einen Griff, um ihn zu öffnen. Super. Was haben wir hier? Achso, das war ja das eben. Ah, das war das, okay. One Saturday morning, I woke very early and in a great mood, despite the dark clouds gathering outside. But then I realized my puppet, my favorite toy, was missing. Then I heard barking outside the window. I looked outside, and there was the puppet in the mouth of the strange black dog. And the puppet was alive, and the dog ran into the forest. It's true then. The old woman made my wish come true. She brought my puppet to life. Sie machte meine Puppe lebendig. Ja. Wünsche lebendiges Spielzeug? Was passiert hier? Ja, das frage ich mich auch gerade, was da hier so passiert. Wir haben einen Lappen. Geht das? Nee, das geht nicht. Vielleicht mit einem Schwamm oder ähnliches. Wir müssen zurück. Dann hierhin und ich glaube. Ich sollte etwas anderes damit versuchen. Okay. Also das hatten wir ja schon. Okay. Ich dachte, das wäre für was anderes. Da wir jetzt... Ah! Ich weiß schon, wir müssen Sand holen. Dann können wir nämlich... Oh wow. Rein und da das Feuer ausmachen. Ja, geht doch. Wir haben Kohle. Wieso hat das jetzt wieder gefunkelt? Naja, wir haben jetzt schon mal Kohle. Nee, wir haben ja keinen Griff. Wir haben Kohle, wir haben eine Kerze, wir haben Feuerstein. Und wir haben verschiedene Farben und eine Magneten. Wir haben Kohle. Mit Kohle kann man doch...
Ich meine, theoretisch. Ja. Oh, it's so good to be able to talk again. Never seen you before. You must be my master's aunt. He goes on about you all the time. How you saved some wolf. Hey, get me out of here and I'll help you. We can save Brandon together. Es ist einer der Zwiebeln in diesem Fahren ganz gut weg. Ich sollte sie wegschneiden. Ja. Womit? Damit, oder? Mit dem Magneten. Wir haben jetzt das Teil. Das heißt hier. Ich denke mal, das passt da unten hin. Das. Nee, das gehört hier nicht hin. Kann man das. Oh Gott. Okay. Das. Okay, wir haben eine Libelle, wir haben zwei Libellen. Ah, die gehören schon mal nicht zusammen. Nochmal alles weg. Hallo? Aha, das passt hier schon mal, deswegen ist das ja schon gedingst. Ah, okay, das passt hier rein. Oh nee. So, okay. Das ist ja schon mal super. Dann. Nö. Das passt. Das. Nee. Hm. Ah, hier. Okay. Gut. Dann. Naja, das müssen wir. Ah. Nope. Ach, geh, andere Richtung. Hierhin. Sehr schön. Dann. So. Genau so. Und dann müssen wir andere Richtung. Das war falsch. So und so. Wow. Jetzt haben wir einen Griff. Und mit dem Griff. Nee. Nee, wo war denn das? Ich glaube, das war hier oben, oder?